Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und heute schauen wir uns mal wieder eine neue Mod an, passend zum Thema Camp-Kreidezeit. Da hatten wir ja schon auch zwei weitere Mods zu angeschaut. Das heißt, falls ihr die Serie noch nicht gesehen haben solltet, beziehungsweise noch nicht Staffel 2 durchgeschaut habt, dann könnte es sein, dass ihr hier ein bisschen gespoilert werdet. Und wenn ihr das nicht wollt, am besten jetzt das Video abschalten. Wir schauen uns nämlich heute eine Mod an, welche die drei Baryonyxe aus der Serie in das Spiel bringt. Das heißt, da haben wir einmal Grimm, Chaos und Limbo, so heißen die. Und dort wurden halt die Skins mit einer Mod in das Spiel gefügt. Und auch die Sounds von diesen wurden abgeändert. Und wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam in der Brutstätte jetzt an. Ausbrüten könnt ihr den ganz normal und dann findet ihr die Skins unter Baryonyx, wenn ihr hier das Genom modifiziert. Und dann könnt ihr hier runtergehen und dort ist dann das Grimm-Pattern, das Chaos-Pattern und das Limbo-Pattern. Die werden einfach hinzugefügt, die überschreiben auch keinen der vorhandenen Skins, was ziemlich cool ist. Ich würde auch sagen, wir lassen jetzt direkt als allererstes mal Grimm frei. Da bin ich sehr gespannt. Grimm ist ja eher dieser grünliche. Ich finde das richtig cool, dass so viele Camp-Kreidezeit-Mods kommen. Ja, und auch hier ist er der grünliche. Und die Sounds sind nice. Die haben halt ganz andere Geräusche jetzt. Das sind halt auch die Sounds aus der Serie. Gut, das Model und so, das ist alles gleich geblieben. Hat sich halt wie gesagt nur der Skin geändert. Und die Sounds. Und sogar die Stats haben sich leicht geändert. Ich weiß jetzt aber gar nicht, Also hier sind die Stats. In welche Richtung die sich so geändert haben, das kann ich euch nicht sagen. Wir können ihn auch gerne mal umbenennen. Das ist Grimm. Dann haben wir sie auch passend. Perfekt. Sieht aber sehr cool aus, der Skin. Pausieren mal kurz. Sieht schon nice aus. Schöne Farben. Hier auch das Rot am Auge. Das hat er in der Serie auch. Sehr, sehr cool. Können wir gleich den nächsten freilassen. Der nächste ist, glaube ich, Chaos. Ja. Und auch den lassen wir frei. Das ist eher so ein dunkelgrauer. Also eher so in Richtung Standard Baryonyx vom Spiel. Ja. Der geht wirklich eher so in Standard-Skin-Richtung. Aber hat auch hier vorne so ein bisschen blau im Gesicht. Sieht auch ganz cool aus. Ich bin sehr beeindruckt von den Sounds, muss ich sagen. Das macht echt viel aus, hätte ich nicht gedacht. Ich habe übrigens auch versucht, so ein bisschen diese Szene nachzustellen. Von Camp Kreidezeit, wo dann hier die oder der eine Baryonyx eingefangen war in so einem Käfig. Und dann auch Stegos und sowas. Wir werden gleich auch noch Stegos und Sinoceratopse freilassen, damit die Baris auch was zu kämpfen haben. Also dann ist es halt hoffentlich so ein bisschen so wie in der Serie. Aber erstmal lassen wir jetzt den letzten frei. Das ist nämlich Limbo. Limbo ist der letzte auf der Liste. Der geht eher so in eine bräunliche Richtung. Bräunlich-gelb, würde ich sagen. Ich habe ja hoffentlich auch am Anfang des Videos ein Bild eingeblendet für euch von den drei. Aber bestimmt. Ja, sieht auch sehr cool aus. Ich würde mal wünschen, dass die hier hingehen, aber hier ist leider kein Futter oder Trinken. Vielleicht kämpfen die ja gleich dann in diesem Bereich, das wäre cool. Gerade sind sie eher hier bei den Gewässern. Ich habe die anderen jetzt gar nicht umbenannt, ne? Fällt mir ein. Das mache ich noch schnell. So viel Zeit muss sein.
Das war Chaos. Und der letzte hier. Das war Limbo. Jetzt haben wir sie alle. Alle beisammen. Glücklich und zufrieden. Haben sich auf jeden Fall schon mal gruppiert. Die Baryonyxe sind schon fleißig hier am Erkunden. Und da wird gleich ein bisschen was zum Spielen landen. Naja, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr heftiger Kampf, weil alle Saurier, die ich hier freigelassen habe, haben Standardwerte. Also es könnte für beide Seiten gut oder schlecht ausgehen. Mal sehen, wer sich hier durchsetzen wird. Zwei Stegos und ein Sinoceratops habe ich freigelassen. Ich glaube, in der Serie waren es sogar drei Stegos. Bin mir aber auch gar nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Oh, oh. Oh, der Schrei ist cool. Es geht hier aber direkt los. Also die Baryonyx haben da richtig Lust. Und hier beginnt auch direkt der Kampf. Es dürfte Limbo sein gegen einen Stegosaurus. Landet hier den ersten Treffer. Stego schreit. Und gibt ihm jetzt auch einen Schweifhieb. Mit seiner Keule da hinten, mit seinen Stacheln. Oh, da kommen auch Grimm und Chaos. Und auch der andere Stego. Alle ineinander hier so. Guck mal, motiviert von Grimm und Chaos schafft es Limbo hier noch einen Treffer zu landen. Aber die beiden trennen sich jetzt hier, okay. Also daran seht ihr einfach, wie ausgeglichen das ist. Aber ich glaube trotzdem, dass der Baryonyx ein bisschen mehr Schaden gemacht hat. Der Stego sieht ziemlich blutüberströmt aus. Wobei Limbo auch den Kopf unten hat, ne? Das ist ja auch schon am Bluten so ein bisschen. Also hat auch ordentlich was abbekommen. Wo geht's jetzt hier weiter? Oh ja, es geht weiter. Sinoceratops gegen Grimm. Und auch Grimm blutet jetzt. Der Sinoceratops aber auch schon. Eieiei. Das ist ganz schön krass hier. Aber die Sounds von den Baryonyxen sind richtig cool. Und der Sinoceratops geht zu Boden. Der Körper hat sich wie Origami gefaltet. Ganz, ganz komisch. Aber Grimm hat sich durchgesetzt. Sehr schön. Bin echt gespannt, ob sie es hier auch gegen die Stegos schaffen können. Die drei. Am besten wäre es natürlich jetzt, wenn Chaos kämpft. Gegen den Angeschlagenen. Das sieht auch so aus. Chaos ist hier schon in Kampfstellung, aber das ist, glaube ich, der fitte Stego. Also es könnte schwierig werden. Oh, was war das denn jetzt? Okay. Alles klar. Chaos hat einen epileptischen Anfall oder sowas. Das war ja komisch. Und legt sich jetzt schlafen. Ja, besser ist. Okay, das war irgendwie gerade mega verbuggt. Keine Ahnung. Ah, das sind die drei. Zwei von denen haben schon den Kopf unten, der andere schläft. Perfekte Voraussetzung, aber... Hä? Was passiert hier? Das ist ganz komisch. Was hier passiert? Ich kann euch das echt nicht erklären. Der Stego war gerade auch schon wieder in Kampfstellung kurz und dann wurde es wieder abgebrochen. Oh, ich glaube, jetzt wird hier gleich was passieren. Könnte sogar ein Doppelkampf werden gleichzeitig. Da hinten zuppeln sie wieder, aber die kämpfen direkt. Jetzt geht's los. Chaos kämpft. Und im Hintergrund kämpfen sie auch. Eieieiei. Ihr könnt halt wirklich jeder down gehen, aber ich glaube, ja, der Stegosaurus im Hintergrund fällt. Grimm hat sich durchgesetzt. Jetzt muss ich nur noch Chaos durchsetzen. Und landet hier nochmal ein Treffer.
Der Stego ist jetzt blutüberströmt. Und die beiden schreien sich an und trennen sich. Ach, diese neuen Sounds sind echt cool. Es ist wieder Chaos, der kämpfen möchte. Der Stego schreit hier auch. Und landet ein Treffer. Oha. Der Kopf ist aber noch nicht unten von Chaos. Auch Chaos landet hier ein Treffer. Und der Stego schwankt. Und? War's das? Ja, das war's. Der Stego geht zu Boden. Und die drei Baryonyxe haben sich hier durchgesetzt. Nicht schlecht. Keiner von denen ist gestorben. Alle haben überlebt. So Leute, das waren die drei Baryonyxe aus der Serie Campkreidezeit. Falls ihr die Mod mal selber ausprobieren möchtet, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist die für euch verlinkt. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.